Mega geil. Ich begrüße euch, liebe Freunde, zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Diesmal gibt es wieder tolle Funde und sie sind richtig alt, denn wir gehen in die Zeit der Antike, in die Römerzeit. Hier ist ganz in der Nähe ein richtig schöner Acker frei geworden, der nochmal gepflügt worden ist. Da stand früher eine römische Villa. Man sieht das auch, da liegen ganz viele Ziegel und Steine rum aus der Zeit, also so gut 2000 Jahre alt. Und ich bin mal gespannt, was wir heute finden werden. Ich garantiere euch, tolle Funde werden kommen. Und ein Dank geht wie immer an meinen Sponsor, abenteuer-schatzsuche.de. Jetzt, liebe Freunde, geht es los. Lasst schnell ein Like da, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Abonniert gerne den Kanal und ich grüße auch ganz herzlich die vielen neuen Abonnenten, die in den letzten Wochen dazugekommen sind. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich nehme euch mit auf Schatzsuche mit dem Metalldetektor in die Zeit der Antike. Los geht's. Kommt rein mit 64, 65. Könnte ein schönes Münzsignal sein. Hier in dem Knoten ist es drin. Okay, dann gucken wir mal rein. Oh Gott. Uiuiui. Na, frisch gepflügter Acker, alles. Eieiei. Hier in dem Ding. Oder? Gerade habe ich doch was gehört. Nimm meine Hand. Da ist die erste Münze. Pass auf. Oder ist es eine? Doch. Ich glaube schon. Zwar nur ein zerbrochenes Münzfragment, aber es ist. Oh, da erkennt man noch das Gesicht noch drauf. Ist leider frisch vom Flug gebrochen, aber das Gesicht ist übrig geblieben. Können wir also datieren. Erster Fund, römische Münze. Es läuft. Auch wenn es kalt ist. Uah. Münze Nummer 1 ist auf dem Tisch. Sie sieht zwar nicht mehr schön rund aus, hat also nicht mehr diese klassische Münzform. Das liegt daran, dass der Pflug darüber geknallt ist, also das Gerät, was der Bauer benutzt, um den Acker zu pflügen. Trotzdem kann man auch sehr schön hier die Kaiserdarstellung erkennen. Es handelt sich dabei um einen Konstantin. Konstantin der Zweite, der war Kaiser von 316 bis 337 und von 337 bis 340 nach Christus war er Augustus, also ein ziemlich einflussreicher und wichtiger Mann. Das Profil hier ist noch ganz schön. Die Rückseite zeige ich euch auch noch mal schnell, der Vollständigkeit halber, kann man auch noch erkennen. Und damit machen wir dann auch schon weiter mit dem nächsten Fund und der war tatsächlich auch ein bisschen größer. Schönes Signal, 90. Das ist nice. Ja, hier. Da ist es. Wir haben es. Jetzt bin ich mal gespannt. Oh Gott, dieser Boden hier macht mich fertig. Ist es das hier schon? Aus wie eine Patrone auf den ersten Blick. Oder ist hier eine Verzierung drauf? Dann könnte es natürlich auch römisch sein. Ja, ich meine, es ist verziert. Kann man hier so ein Muster erkennen? Packen wir mal ein. Könnte vielleicht interessant sein. Vielleicht von der Figur. Ja, irgendwas ist es. Hier haben wir jetzt einen Grapenfuß auf dem Tisch. Ich war mir am Anfang nicht so ganz sicher, aber das ist quasi der Fuß von einem Küchengerät, also ein Topf. Und üblicherweise, wenn man auch bei Wikipedia nachschaut, Grapenfuß, das wird eher so ins Mittelalter datiert. Aber das könnte natürlich auch was anderes sein. Es könnte von einem anderen Behältnis sein. Quasi der Fuß muss nicht unbedingt jetzt klassischer Grapenfuß sein. Aber sowas wird es sein. Also der Fuß von einem Behältnis. Und ich denke mal, dass es schon auch in die Römerzeit einzuordnen ist. Denn da lag so viel Zeug rum, lagen so viel Ziegel rum. Ich zeige euch gerade mal ein Bild. Also da war richtig was los auf dem Acker. Und wir werden natürlich auch noch einiges mehr finden. Auch noch richtig coole Sachen. Unter anderem auch das Ohrenstäbchen, liebe Freunde. Da ist was, das klingt echt sehr schön und auch nicht besonders tief. Von daher brauchen wir, glaube ich, auch gar nicht graben. Müsste direkt in der obersten Schicht sein. Irgendwo hier. Na? Dachte ich. Ist aber nicht so. What? Ha?
Moment, da war doch gerade was. Hier? Ja, hier ist es drin. Hier ist es rund, das ist schon mal sehr gut. Die Spannung steigt. Jo, ist auf jeden Fall eine Münze. Nur was für eine? Ein Römer oder nicht? Die ist auf jeden Fall römisch. Na, ich drehe sie mal so rum. Eine richtig schöne Münze nochmal. Ja, die ist richtig schön. Gut. Und die nächste römische Münze, die ist noch recht gut erhalten, muss ich sagen. Nach einem kleinen bisschen Reinigung kam das Profil noch richtig schön raus. Hier sehen wir es nochmal, auch da wieder Konstantin der Zweite, also die Münze so knapp 1700 Jahre alt. Und die Rückseite, da werfen wir auch noch schnell einen Blick drauf. So, da sehen wir auch noch so eine Figur stehend mit einer Lanze in der Hand. Und ja, damit machen wir weiter mit dem Nächsten. Was kommt als Nächstes? Ah ja, jetzt wird es hochinteressant, liebe Freunde. 76, Blei, Pech haben. 86, sagt er jetzt, wird besser. Gut. Hier liegt aber auch so viel Eisenschrott. Kann es echt nicht genau sagen. Schwierig. Haben wir vielleicht Glück und es ist ein Ohrenlöffel. Mega geil. Ich glaube, es ist ein Ohrenlöffel. Ein römisches Ohrenstäbchen, liebe Freunde. Ich erkläre euch das mal, und zwar im Studio. Ist ja krass. Geil. Mega, mega geil. Ja, hier haben wir wirklich einen Fund, der ist echt richtig toll und auch richtig selten. Es handelt sich dabei um ein römisches Ohrenstäbchen. Um genau zu sein, ein Ohrenlöffel oder Ohrlöffel. Und im Prinzip war es sowas hier, wo man sich die Ohren mit sauber macht, in hochwertig. Die Römer hatten ja alles recht hochwertig und sie haben halt mit dem vorderen Teil, hier ist so ein kleiner Löffel dran, damit haben sie sich die Ohren gereinigt und unten auf der Unterseite, da war noch eine Spitze, da konnte man sich zum Beispiel auch dann die Zahnzwischenräume mit reinigen. Also ich lege es nochmal ganz kurz hier hin, dass man es besser sieht. Hier oben war halt dieser kleine Löffel und unten läuft das Ganze dann spitz zusammen. Quasi ein Beauty-Tool der Römer, die hatten es echt drauf, sage ich euch. Und wir haben noch ein paar Sachen mehr, unter anderem auch etwas, was über 2000 Jahre alt ist, also bleibt auf jeden Fall dran. Da ist irgendwas drin. So ein Knubbel. Hoppala. Machen wir mal so. In der Hoffnung, dass das ausreicht. Hier. Da, rund. Es ist eine Münze. Ja. Eine römische Münze. Top. Könnte auch noch gut erhalten sein. Nächste römische Münze. Ich habe sie gereinigt unter dem Mikroskop mit einem Skalpell. Da bin ich immer sehr vorsichtig. Übrigens verlinke ich euch hier unter dem Video nochmal ein Video, wo ich auch dran beteiligt war zum Thema Münzreinigung, also auf was es da ankommt. Hierbei haben wir einen Tetricus auf dem Tisch liegen, und zwar Tetricus der Zweite, und der war Kaiser von 272 oder 73, sagt man, wohl eher 273. Und der war auch nur ein Jahr Kaiser, denn der hat es irgendwie richtig verkackt, der Typ. Der hat das Amt quasi von seinem Vater übernommen. Dann stand eine große Schlacht an und der so, komm, wir ergeben uns. Und dann wurde er natürlich abgesetzt und war kein Kaiser mehr. Also der war wirklich nur ganz kurz an der Macht und hat es, wie gesagt, richtig verkackt. Tetricus der Zweite, und wir machen weiter. Gleich kommt noch der Fund, der über 2000 Jahre alt ist. Also dranbleiben. Das hier kommt rein mit 75. Könnte gut sein. So, Licht wechseln wir nochmal. Okay.
So, jetzt bin ich gespannt. Allzu tief lag es, meine ich, nicht. Oh ja, Münze. Römische Münze. Ho, 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 ho. Sieht gut aus. Sehr gut. Ja, kann man noch ein bisschen was drauf erkennen. Ja, schön. Die wird alt sein. Die wird richtig alt sein. Richtig schöne Münze. Ich habe sie bestimmt mit diesem Buch hier. Ist auch unten verlinkt. Und es ist ein Valencianus der Erste. Schauen wir uns eben an, die Münze. Und er war Kaiser von 364 bis 375. Und auch ganz interessantes Detail nebenbei. Er ist gestorben durch einen Blutsturz. Angeblich, weil er sich so aufgeregt hat. Und auf der Rückseite, die zeige ich euch auch noch schnell, da sieht man niemanden, der einen gegnerischen Soldaten am Schopfe hinter sich herzieht, also an den Haaren hinter sich herzieht. Das war ja auch eine ziemlich brutale Zeit bei den Römern. Darf man nicht unterschätzen. Aber wie gesagt, die Münze hier ist noch ganz schön erhalten und auch richtig schön alt. Aber wir haben noch weitere tolle Funde für euch. Also weiter. Da liegen zwei Sachen. Was war's? War's das schon? Könnte. Oh ja. Ach, gerade frisch vom Flug platt gemacht. Oh nein. Ah, das ist der vordere Teil von der Fibel. Ach, scheiße. Ja, die ist doch, glaube ich, noch schön. Wäre schön gewesen. Wenn sie nicht vom Flug. Ach, war eine richtig tolle, wäre es gewesen. Schade, schade, schade. Trotzdem schön. So, hier sehen wir jetzt den vorderen Teil einer Fibel. Eine Fibel ist sowas wie eine Sicherheitsnadel im Prinzip, muss man sich das vorstellen. Damit haben die Römer ihre Umhänge festgemacht hier oben an der Schulter. Und dieser Teil hier ist der vordere Teil der Fibel. Man findet das ganze Stück auch hier in diesem Buch. Ich lese euch mal eben vor. Von Seite 73, es ist eine Bügelknotenfibel und bei Datierung steht hier 1. Jahrhundert vor Christus. Das heißt, dieses schicke Teil hier, auch wenn es so klein und unscheinbar ist, ist älter als Jesus. Also wieder richtig cool. Und wir haben noch eine schicke Sache für euch, dann sind wir auch schon durch für heute. Also weiter. Nicht ganz sauber. Jetzt schon. Bald wird 70. Was könnte es sein? Da, es ist rund. Das ist die nächste römische Münze. Sehr gut. Die letzte schöne Münze hier auf dem Tisch für diese Ausgabe. Sie ist richtig schön. Schaut sie euch an. Nach der Reinigung kam nochmal richtig schön das Profil raus, auch wenn unten so ein kleines bisschen abgebrochen ist. Es handelt sich um Konstantin den Ersten und der war Kaiser von 306 bis 309 nach Christus, also 1700 Jahre alt. Bestimmt habe ich das Ganze mit diesem Buch hier, was ich euch auch nochmal verlinke unter dem Video. Und die Münzen aus der Zeit sind immer top erhalten. Auch natürlich auf der Rückseite, die wir uns auch nochmal anschauen, der Vollständigkeit halber. Also eine richtig, richtig tolle Münze, hat mich sehr gefreut. Lag natürlich daran, dass der Acker frisch gepflügt war, dann kommt immer nochmal was hoch. Also neue Sachen kommen hoch oder wie Markus sagen würde, neue Klamotten kommen hoch. Und schöne Grüße an der Stelle, das soll es gewesen sein. Ein Dank geht wie immer an meinen Sponsor abenteuer-schatzsuche.de. Jetzt gibt es noch ein bisschen was zum Lachen. Spaß sollte auch natürlich immer mit dabei sein, und zwar in den Outtakes. Danke fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Nee, ist ein Stück Blei. Ach, wie ätzend. Aber so ist es leider auf den Römer-Eckern. Blei, bis du kotzt. Was ist es? Blei. Und was macht es? Es nervt. Manchmal hat man ja so ein Gefühl, dass man doch mal reingucken sollte. Und diesmal ist es ein römischer Dolch. Nicht. Sondern einfach was vom Flug.
Hier. Ach, ernsthaft ein Stück Draht. Günther, eine Fibel. Jetzt gerade? Ja. Wir müssen ein kleines Späßchen machen. Komm, ich zeig dir schnell die Fibel hier, die römische Silberfibel. Bitte schön. Schenke ich dir auch. Danke. Ein Granatsplitter zur Abwechslung mal. Ist aber ein Granatsplitter. Ist es ein Knopf? Die Römer hatten nämlich keine Knöpfe, zumindest nicht solche. Ah, keltisches Ringgeld. Jetzt ist es mir bewusst geworden, was es ist. Die letzte schöne. Richtig schön was zum Vorschein gekommen. Ich habe den Münzler da falsch rum auf dem Tisch liegen. Alter, was ist denn los? Die letzte richtig schöne Münze ist für euch auf dem Tisch. Jetzt läuft mir die Nase. Mann, ob wir heute nochmal fertig werden.